Das ist Robokino und Netflix, es geht doch. Heute geht es um ein Mordsteam. Ermittelt wieder die Fortsetzung von Ein Mordsteam, eine französische Actionkomödie aus dem Jahr, ich glaube 2012 war es, was die beiden Darsteller Omar Sy und Laurent Lafitte als ja, Buddy Cops der anderen Art zusammenbrachte. Ein echter Spaß gibt es, glaube ich, auch auf Netflix. Den kann man sich auf jeden Fall reinziehen. Und jetzt, überraschenderweise, im Mai erschienen, direkt für Netflix. Der andere, der Vorgänger, der kam direkt ins Kino. Der neue, ein Mordsteam ermittelt wieder, der ist direct to Netflix. Worum geht es da? Omar Sy ist Usman, ein Polizist, und François, ebenfalls Polizist. In Teil 1 war es so, dass Usman sich einfach zu was Besserem berufen gefühlt hatte. Und François eigentlich so der Edelkopf war, der auch diese Fälle bekommen hat. Beide sind durch einen Fall dann eben aneinander geraten und Usman hat sich da aufgedrängt, mitzuhelfen, um einfach auch in Sachen ja, Karriere, was er sich so vorstellt, einfach einen Schritt nach vorne zu kommen. Nun sind umgekehrte Anzeichen beim Wiedersehen. Die beiden haben sich einige Zeit oder sind sich einige Zeit aus dem Weg gegangen, aus Gründen. Für Usman ging es die Karriere leider nach oben, während es bei François doch sehr stagnierte. Nun gibt es einen Fall, wo sich dann jetzt François einmischt und an die Hacken seines alten Kumpels hängt, um karrieretechnisch wieder auf die Spur zu kommen. Eine halbe Leiche führt die beiden in die Nähe der französischen Alpen, in die Provinz. Dort ist die andere Hälfte. Ja, und bei diesem Fall müssen sie sich natürlich wieder zusammenraufen, um gegen das Böse, das Verbrechen anzutreten. Mehr möchte ich dazu eigentlich nicht sagen. Die Geschichte ist ja auch nicht mega komplex. Aber ich fand, sie funktionierte echt super gut. Gerade wenn man halt sowas erwartet wie Bad Boys, wie Beverly Hills Cop oder auch in manchen Situationen Hot Fuzz. Und wer daran Spaß hat, der wird auch mit einem Mordsteam seinen Spaß haben. Wie gesagt, wenn ihr den ersten Teil noch nicht gesehen habt, dürfte es auch auf Netflix geben, ein Mordsteam. Ein echt lustiger Streifen und Teil 2 steht dem in nichts nach. Das Konzept des ersten Teils wird hier eben fortgeführt. Nicht einfach eine französische oder europäische Krimi-Komödie oder Actionfilm abzuliefern. Nein, man wollte bewusst so amerikanisch wie möglich sein. Und das ist auch hier wieder der Fall. Es ist anamorph gedreht, was mir ja normalerweise immer sehr gut gefällt. Das Problem ist, dass der Film, also dass die Sättigung extrem hoch ist und dadurch Filmfehler wie chromatische Aberrationen nochmal so einen ganz seltsamen Effekt ergeben, was mir, es hat den Film jetzt nicht zerstört, aber es war auch nicht angenehm für die Augen, muss ich sagen. Also ein bisschen weniger Sättigung hätte mir beim Zusehen mehr Spaß gebracht. Selbstverständlich kann ich bei einem Bildschirm auch das Bild etwas entsättigen, das ist vollkommen klar. Ich hatte auch bei hier, Mord im Orient Express habe ich wirklich auch den Fernseher auf schwarz-weiß gestellt. Hatte ich ein besseres Gefühl dabei. Hier habe ich es nicht gemacht. Es sollte ja jetzt auch nicht so der, das muss sein, dass man, die sind ja in der Bringschuld, ja. Vielleicht stört es euch ja gar nicht so sehr, das macht ja nichts. Die Gags an sich waren mega geil, das Zusammenspiel der beiden war super. Regie diesmal führte Louis Leterrier, der hat unter anderem Transporter gemacht, Die Unfassbaren hat er gemacht und ein Film, der in eine ähnliche Kerbe schlägt, aber noch viel, 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 viel weiter
geht, nämlich der Spion und sein Bruder mit Sacha Baron Cohen und Mark Strong. Ja, an manchen Stellen merkt man es aber, dass Louis Leterrier vielleicht gesagt hat, oh komm, so ein bisschen, nein, darf ich nicht. Na, okay, gut. Genau, Louis Leterrier, der hat aber auch Der dunkle Kristall, die Serie gemacht. Und der Punkt war, er hat in drei Episoden der Serie Lupin mit Omar Sy, ich hoffe, der wird auch so ausgesprochen, schreibt es bitte in die Kommentare, wird der Omar Sy ausgesprochen? Ich bin nicht so der Französisch-Experte, wird mir auf jeden Fall helfen. Laurent Lafitte, da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Und genau, die beiden haben in drei Episoden bei Lupin zusammengearbeitet, müssen sich Bombe verstanden haben und haben gesagt, nee, wir müssen unbedingt weiter zusammenarbeiten. Und dann bot sich diese Gelegenheit und Omar Sy und Laurent Lafitte, die scheinen sich auch Bombe verstanden zu haben und haben gesagt, ey, komm, das müssen wir machen. Und ich finde, das Ganze unterschwellig, Regie, die beiden Darsteller, ich meine, man merkt schon, dass das echt ein Match ist. Und so wie die Qualität dieses Streifens ist, kann ich auch ja, ganz klar sagen, einen dritten Teil würde ich mir davon auch ganz gern geben. Es ist natürlich nicht alles super. Es sind einige Effekte, die wirklich arg nach After Effects Tutorials aussehen und auch die Qualität nicht überschreiten. Es gibt dann aber wieder handgemachte Top-Action-Szenen. Das kann Louis Leterrier sehr, sehr gut. Also die haben mir spitze gefallen. Besonders Verfolgungsjagden waren richtig cool. Was ein bisschen ein Problem ist, der Film gibt Vollgas, was einfach die Handlung betrifft, das ist ja jetzt nicht verkehrt, aber auch was das Zusammenspiel der beiden betrifft. Die sind halt dabei, sich ständig zu dissen. Bei jeder ach so kleinen Gelegenheit, auch wenn man durch eine Tür laufen möchte. Und das ist teilweise richtig gut, weil die sind schon gut, die Gags. Manchmal überschlagen sie sich, manchmal ist es zu viel. Also ganz oft ist es zu viel. Ich finde, das hätte dem Film auch ganz gut getan, vielleicht mal ein bisschen auf die Bremse zu treten. Denn wenn dann zu viel Quantität kommt, irgendwann kommen dann die Gags, die dann halt nicht so zünden. Wo man dann meint, ah, wären die jetzt raus gewesen? Ja, das hat mich doch ein bisschen gestört. Ein bisschen weniger davon, aber es war jetzt nicht so cheesy, wie jetzt zuletzt bei Greyman, der versucht hat, lustig zu sein. Aber das kam für mich nicht, also lustig und cool. Versucht jetzt nicht unbedingt eine Comedy zu sein, aber das hat bei mir dann nicht so funktioniert. Das hat hier bei Ein Mordsteam 2 wesentlich besser geklappt. Ein Gag, ein absolut aufwendiger Gag, eine Verfolgungsjagd mit Elektrokarts. Ihr könnt euch, glaube ich, schon vorstellen, auf was ich hinaus will. Wenn man sich mit Elektrokarts verfolgt, eine Art Rennen fährt, mit welchen Gegenständen wird man dann wohl auf sich werfen? Vielleicht Bananen? Vielleicht Plüschschildkröten? Das fand ich dann ein bisschen, naja, denn zum Beispiel Project Babysitting, auch eine französische Komödie, die hatte das ja auch schon drin. Und jetzt nochmal, das war viel zu offensichtlich, finde ich. Sonst, der Cast, da ist noch eine junge Polizistin dabei, Alice, die beiden unterstützt und auch nochmal quasi Öl ins Feuer gießt in der Beziehung zwischen François und Usman. Die Widersacher, die Schurken, fand ich sehr gut gecastet. Ich kannte viele dieser Leute nicht, aber die haben gepasst und die haben das abgeliefert, wo ich sage, ja, so sitzt das. Einen von den Schergen von einem Mordsteam ermittelt wiedergenommen und eingesetzt für Schergen 1, 2 aus The Grey Man. Und da habe ich gesagt, ja, das ist ein viel besseres Match. Gut, das war's schon. Absolute Empfehlung, gerade Netflix gibt dir kein Geld aus. Selbst wenn er im Kino laufen würde, würde ich sagen, wer auf Buddy-Cop-Filme steht, ist
nicht fehl investiert, dieses Geld. Dann würde ich sagen, zieht euch den Schreiben rein, wir quatschen darüber, auch über den ersten Teil. Und was ich jetzt gerade heute Morgen noch gelesen habe, ist, das war eine Kritik und da stand irgendwie drin, dass man irgendwie versucht, auf Situationen in Frankreich zu reflektieren und da als Message rüberzubringen. Vielleicht war es so im Ansatz ein Einfluss der Geschichte, aber also so Sachen als Kritikpunkt für eine Actionkomödie zu nehmen, ich weiß nicht. Also dann könnte man gar keine Geschichte mehr erzählen, denn alles wird ausgelegt als, ja, das ist ja eigentlich eine Referenz zu dem und jenes. Nee, das war halt Teil der Story, kein Kritikpunkt zu möglichen politischen Aussagen in diesem Film. Genießt einfach die Streifen. Einfach genießen. Das war's. Schreibt in die Kommentare, lasst ein Like da. Abo wäre natürlich mega. Und dann sehen wir uns bald wieder bei Robokino, Los Zocos, Retro Inferno und so weiter. Haut rein. Ciao.